Tja. Ach, komm schon. Das ist so jammerlich. Das kann meine kleine Schwester ja besser. Was ein Schwächling. Weißt du was, Randy? Dir fehlt das nötige Etwas. Wenn du hier drin überleben willst, musst du dir Eier wachsen lassen. Du musst spucken, Mami, ja. Mami kann dich hier nicht an der Hand halten. Jetzt verpiss dich. Will nicht, dass uns jemand für Freunde hält. Tja. Dann müssen wir wohl... Platte. Kann ich nicht hochheben. Zu schwer. Ist klar. Ich wette, diese Platten sind hier schon länger als der gesamte Knast. Wette ich mit dir. Echt ein ziemlich hässlicher Typ. Vielleicht können wir mit ihm reden. Hey, dich kenne ich doch. Du warst so eine Art Vertreter, oder? Ja, ich habe früher für Wondermatic Industries gearbeitet. Wie auch immer. Du solltest deinen Vorgesetzten mal erzählen, dass euer Zeug echt gefährlich ist. Das wird schwierig. Ich bin gefeuert. Wie kommt's? Tja, ich hatte ein bisschen eine schwere Zeit. Konnte nicht mal ein Heftklammerapparat an den Mann bringen. Ich verlor beinahe mein Haus und hatte Schulden bis über beide Ohren. Aber dann machte ich das Geschäft des Jahrhunderts. Und wurde es gefangen genommen. Das Geschäft, das jeden Vertreter von Neid erblassen ließ. Ein Geschäft, das sogar den Tod selbst beeindrucken würde. Klingt toll. Tja, naja, ich brachte einen armen Schlucker dazu, fast das ganze Sortiment zu kaufen. Ach, der Penner von der Straße. Aber? Einer meiner Vorgesetzten kriegte das spitz und kam mir zuvor. Ist nicht wahr. Und was dann? Bin zu ihm hin und hab ihn umgelegt. Ohne Scheiß jetzt? Unter uns ganz so war's nicht. Weißt du, die ja. Leute übertreiben ja gerne. Tatsächlich habe ich ihn kaum berührt. Ich vertrete das Seine nicht. Warte, Leute. Verfing sich im Aktenschredder. Was für eine Sauerei. Oh, kommt mir irgendwie bekannt vor. Übrigens, der Schredder, war das ein Wondermatic? Ja. Jetzt, wo du es sagst, fällt's mir auch auf. Die Geräte sind echt gefährlich. Ach was. Weißt du, wie man Sprengstoff selber herstellen kann? Sprengstoff? Sehe ich aus wie jemand, der sich mit Sprengstoff auskennt? Eigentlich nicht aber direkt. Man weiß ja nie. Nun ja, tut mir leid. Meinst du wirklich, du solltest mit Sprengstoff rummachen? Ja, der ist nicht für mich, sondern für einen Freund. Na sicher. Kennst du jemanden, der mir weiterhelfen kann? Mit deinem Ruf glaube ich kaum, dass viele Leute überhaupt was mit dir zu tun haben wollen, geschweige denn dir helfen. Nicht alle sind so wie ich. Obwohl... Obwohl was? Vielleicht kannst du es Lisi fragen. Der Typ kann wirklich alles besorgen. Hab ja, ich schon bis gehört. Morgen. Kennst du die Typen, die man die Schwestern nennt? Klar, die sind hier ziemlich bekannt. Aber so freundlich wie die tun, sind die in Wirklichkeit gar nicht. Tja, naja, versteht sich irgendwie von selbst, oder? Glaub mir. Die willst du nicht als Freunde haben. Oh, das glaube ich gern. Ich wollte bloß in die Bibliothek rein und die stehen vor der Tür Wache. Ich komme nicht rein. Dann lass es. Das ist Plan B, aber hier scheint es nicht viel Beschäftigung zu geben und ich muss so langsam echt mal wieder ein gutes Buch zur Hand nehmen. Ich weiß, was du meinst. Welche Freunde hat, braucht keine Freunde mehr. Ich helfe dir, Neuling. Aber du schuldest mir was, okay? Ja, klar. Die Schwestern haben so eine Art Codewort. Ein Passwort? Ja, so eine Phrase, die sie benutzen. Wenn du ihnen klar machen kannst, dass du dazugehörst, müssen sie dich durchlassen. Woher willst du das wissen? Sagen wir mal, wir hatten schon miteinander zu tun. Willst gar nicht so genau wissen. Wie lautet das Passwort? Red mit ihnen und benutze diese Worte. Klaatu Barada Nikto. Das kenn ich irgendwoher. Wiederhole. Klaatu Barada Nikto. Nochmal. Reicht schon, ich hab's gespeichert. Sehe ich wie irgend so ein Vollidiot aus, oder was? Danke, du hast dein Gut bei mir. Na dann, bis später. Bis später. Man sieht sich, Neuling. Klaatu Barada Nikto. Alles klar. Mit denen braucht man nicht zu reden. Mit dem Steezy haben wir auch schon geredet. Ja, jetzt müssen wir auch erstmal entweder wir kriegen die so überzeugt und wir müssen den Murray ablenken. Oh, der Kollege ist jetzt weg. Ah, es
können wir doch hier bestimmt. Vielleicht kommen wir ja so weg. Noch mal störe. Oh, die Tür was ist offen. Noch, Frischfisch? Okay, dann sage ich mal den Zauberspruch. Wovon redest du da? Plato, Barada, Nektar, Nickel? Ach, scheiße, wie war das? Ach, nochmal? Verdammt. Ich weiß, es ging mit N los. Wie war das scheiß letzte Wort? Nikto. Das war's. Plato, Barada, Nikto. So, ich hab's gesagt. Also aus dem Weg jetzt, die Bibliothek erwartet mich. Was geht denn bei dir ab? Was soll denn das werden? Uns deaktivieren? So langsam fängst du an, mir auf den Sack zu gehen. Ich dachte, das wäre das Passwort. Das Passwort? Ich glaube, da hat dich jemand verarscht, Kleiner. Du wirst hier eine richtige Lachnummer. Arschlöcher. Willst du's heimzahlen? Ja. Ja, will ich. Willst du ein für alle Mal klar machen, dass man so nicht mit dir rumspringen kann? Ja, sicher. Willst du bis Dienstag überleben? Auf jeden Fall. Also, was muss ich tun? Komm in die Wäscherei und ich zeig's dir. Aber ich warne dich. Wenn du beißt, schlag ich dir die Zähne ein. Nenn mich einfach Bord. Okay, ich weiß, worauf das hier hinausläuft. Und ich passe. Na komm schon. Lass mich nicht hängen. Ich hatte mir schon Hoffnung gemacht. Gib mir wenigstens einen kleinen Kuss. Ach, Mensch. Ein Kuss? Vergiss es. Das ist mir zu brenzlig. Ich hau ab. Ein Kuss. Bis dann. Und sei vorsichtig. Hier drin weiß man nie. Gut, in die Küche. Guten Morgen. Oh. Ich heiße Randall. Bist du der neue Sous-Chef? Nee, ich wollte nur... Dann verpiss dich aus meiner Küche, du Schabe! Aber ich wollte doch nur... Ich will das nicht nochmal sagen. Ich reiß dir die Beine raus! Okay, okay, Mann. Bruno will mich scheinbar nicht in der Küche haben. Okay. Na dann. Wir müssen mal in die Küche kommen. Schnaps. Den Fusel kann ich nicht einfach mit der Hand nehmen. Ah, aber ich weiß wie... Ich weiß zwar nicht, was wir damit anfangen können, aber... Geht nicht. Da ist ein Loch im Ach, Haus. Verdammt. Dann stopf es mit irgendwas. Lieber nicht. Dafür ist er... Es gibt kein... Ich denke nicht... Hätte ja sein können. Es gibt keinen Grund... Die Schüssel können wir vielleicht... Das Waschbecken ist wirklich winzig, passt nicht. Ach Mist. Ich krieg ihn nicht mit bloßen Händen raus. Tja. Irgendein armer Schlucker steckt hier fest. Na denn. Vielleicht können wir... Nein. Hebelwirkungen zu hätte klappen können. Nee, brauche ich nicht. Gut. Im Wohnzimmer kommt er vorerst nicht raus. Tja. Wieder Gang B. Der Moi. Tja. Können wir dich mit irgendwas bestechen? Wer würde das wollen? Ich. Tja. Ja, Moi. Reden wir nochmal mit. Murray? Was zum Geier ist denn mit dem Koch los? Ja, der ist schlecht drauf. Aber er kann nichts dafür. Als er klein war, hat ihn sein Vater gezwungen, seinen Hamster aufzufressen, als er sein Zimmer nicht aufgeräumt hatte. Im Ernst? Ich meine es immer ernst. Damals entstand wohl sein fieser Charakter und seine Kochleidenschaft. Erstaunlich, aber wissen Sie was? Ich koche auch leidenschaftlich gern. Willst du damit sagen, dass du in der Küche arbeiten willst? Naja, es wäre echt toll. Da gibt's sicher eine Menge Zeug, das ich in meinem Inventar ganz gut machen würde. Wie bitte? Oh, nichts. Na gut, dann mache ich dich vorläufig zum Sous-Chef. Sag Bruno, dass du sein neuer Gehilfe bist und zeig ihm, was du drauf hast. Danke, Murray. Ich werde mein Bestes geben. Okay. Ich lass ihn mal arbeiten. Na dann. Der Sous-Chef. Der Sous-Experte, mein ich. Der Gehilfe. Chef ist er. Dann will ich mich natürlich jetzt hier nicht zum Chef machen, dass es jetzt wieder ist.
Nee, da, so will ich mal nicht sein. Hallo nochmal, mein Freund. Ich will hier... Verpiss dich aus meiner Küche, Kakerlack! Hey, warte mal, Bruno. Ich soll dir hier beim Kochen zur Hand gehen. Wer sagt, dass ich Hilfe brauche? Murray sagt das. Vielleicht solltest du mal ein Wörtchen mit ihm reden. Ich will keinen Ärger mit den Wachen. Die haben mich eh schon auf dem Kieker, seit ich einem von ihnen mal den Daumen abgebissen habe. Oh, okay. Also, was soll ich machen? Ich sag doch, ich brauch keine Hilfe. Aber schätze, du könntest mal mit der Suppe anfangen. Nimm den Topf da drüben. Alles klar. Gut. Brühwürfel. Der Topf. Den trage ich nirgendwo hin. Okay, jetzt müssten wir halt hier. Ist doch eine Anleitung. Ein Haufen kleiner Dreiecke. Aha. Den Herd anmachen. Einschalten, Kontrollknöpfchen, Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3. Ah, okay. Ja, gut. Jetzt muss mir das auswendig merken, oder was? Kochplatte. Ja, Mai. raus. Müssen wir erstmal was reinschmeißen. Hier, Waschmittel. Ja, warum nicht? Haben wir es jetzt da reingeworfen? Oh je. Gibt es heute Waschmittel zu essen? Tja. Okay, Habe ich wohl was falsch gemacht. Habe ich wohl was falsch gemacht. Oh, ja, nice. Hey, was zum Geier ist hier los? Das hat wirklich geklappt. Was treibst du denn, Grünschnabel? Nichts. Ich mach doch nur die Suppe. Oh je. Können wir ihm jetzt irgendwie das Messer wegnehmen oder was sollen wir jetzt tun? Wieder auf den Gang. Jetzt haben wir Suppenbrühwürfel. Okay. Das macht keinen Sinn. Ja, ich weiß. Okay. Wir können doch hier bestimmt was den Topf. Ich stecke meine Hand nicht in diese Brühe. Das wäre ziemlich blöd, aber... Ich werd's nicht mal. Pfanne? Nice. Wok. Nehmen wir alles mit. Ich werd's nicht mal. Okay. Sonst gibt's hier nix? Nee, ich glaub nicht. Sure. Jetzt. Gut, was machen wir mit denen? Jetzt können wir kochen. Jetzt haben wir die Kochintensiven. Mit der Pfanne über den Schädel. Ich will keinen Ärger. Ich habe schon so eine Vermutung, was wir damit so anstellen können. Hinterhof. Na sieh mal, wer da kommt. Wenn das nicht unser Freund Randy ist. Es funktioniert. Hast du schon mit Box gesprochen? Hat er dir sein Necronomicon gezeigt? Ich war noch nicht in der Bibliothek. Das verdammte Arschloch hat mich ausgetrickst. Hey, Arschnase. Wer ist einer von uns? Bisschen Respekt hier. Einer von euch? Ihr erzählt doch nur Scheiße. Was hat denn der schon drauf? Immerhin hat er mit einem Satz aus dem Film letzte Woche einen verblödeten Rookie dran gekriegt. Also so seid ihr gewickelt, ja? Hey, sieh's mal positiv, Junge. Immerhin hat's Spaß gemacht. Hey, du verdammter Lügner, wir sind noch nicht fertig. Entspann dich, war doch bloß ein Spaß. Jetzt habe ich dich auf meiner Liste. Du weißt ja, wo du mich finden kannst, Neuling. Du hältst dich besser von unserem neuen Freund fern.
Oder eine Nacht mit Box in der Wäscherei wird sich wie ein Abschlussballdate anfühlen im Vergleich mit dem, was wir mit dir anstellen. Oh, ja, okay. Wie läuft mit dem Weitspuck-Wettbewerb? Tja, wir warten nur auf den Koch. Den Koch? Bruno, der Koch. Der ist dieses Jahr Favorit. Warum nennt er ihn der Koch? Weil er der Koch ist. Ach so. Doch, das wäre nur so ein Spitzname oder so. Also, wie ist das Essen hier drin so? So schlimm, wie man sagt? Ich gebe dir mal einen Gratis-Tipp, bevor du dir Ärger einhandelst. Hier drin bist du nichts wert. Es sei denn, du kannst was für andere tun. Sleazy zum Beispiel kann einfach alles besorgen. Was ich sagen will, wenn du nichts beizusteuern hast, dann kümmert sich niemand um deinen Neulingsarsch. Verstehe. Bruno ist hier der Koch. Und wenn der Spitz kriegt, dass du sein Essen schlecht machst, kriegst du kein Essen. Also pass auf, wem du was sagst. Da hab ich schon was falsch gemacht. Kluger Junge. Also, nochmal versuchen? Nein. Und seinen Arsch auch nicht. Ach ja? Mir hat ein Vögelchen gezwitschert, dass ihr beste Freunde geworden seid. Falsch geschrieben. Guck mal, der kann kaum noch laufen. Ich hab mir nur einen Wolf gelaufen. Ich hab den Typen nicht mal berührt. Habt ihr das gehört, Jungs? Der Neue ist frigide. Was soll ich sagen? Ist einfach nicht mein Ding. Entspann dich, Junge. Wir machen nur Spaß. Box geht uns voll am Arsch vorbei. Jetzt ist Arsch richtig geschrieben. Übersetzungsfehler. Tja, können wir jetzt nicht hier auf die... Ich bin jetzt hier doch bestimmt... Die Schüssel, Wok und Platte hier irgendwo... platzieren. Was zum Geier machst du? Ja, was zum Geier? Man darf nach den Regeln keine Sachen auf den Boden legen. Na, dann zeig mir doch mal die Regeln vom Weitspuck-Wettbewerb. Besonders die Stelle, wo es heißt, dass man keine Sachen auf den Boden legen darf. Wow. Da hat er aber recht. Wie auch immer, Junge. Glaube nicht, dass dir das irgendwie nützt, so scheiße wie du spuckst. Es wird schon. Also bis dorthin konnten wir spucken. Bis dorthin haben wir es geschafft. Das heißt, wir müssen hier noch ein paar Sachen packen. Gut. So, hier und können wir wieder einsammeln. Jo. Und die Schüssel. Nein. Nicht in den Vorhof. Ich beschleunige das Ganze mal hier, indem ich das schon hoffentlich richtig stelle. Ja. Nicht zu viel Zeit verbringen. Jo. Das sieht doch gut aus. Na dann. Und Spuck. Ich will spucken. Tu dir keinen Zwang an, Junge. Und zack. Hey, Neuling, Vorsicht! Der hat uns fast erwischt. Sorry, da habe ich mich wohl verrechnet. Wohl nicht. Tja, dann... den vielleicht... und den hier tauschen. Nein, hier bleiben. So, die Schüssel... Platte und das so hin. Versuchen wir es mal. Ich will spucken. Tu dir keinen Zwang an, Junge. Hey, Neuling, Vorsicht! Okay. Der hat uns fast erwischt. Sorry, da habe ich mich wohl verrechnet. Da passiert schon was. Okay. Nein.
Fuck hier hin? So, und jetzt hier auf die, diese Platte. Und die Schüssel, die hat zum Auffangen. Auf die letzte. Hier. Sehr gut. Ich will nochmal spucken. Na, jetzt wird's klappen. Ich will spucken. Tu dir keinen Zwang an, Junge. Und zack, dann geht's zurück und ja, nice. Wow, Alter. Du hast das Ziel getroffen. Oh, sehr gut. Mann. Hast du gerade auf meine Zeitung gespuckt? Das ist ja ekelhaft. Du meinst wohl seine Zeitschrift. Nein, 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 das ist meine. Die habe ich noch nicht fertig gelesen. Der Eigentümer der Spucke ist der Eigentümer der Zeitschrift. Das weißt du genau. Ach, komm schon, Jungs. Tja. Gib dem Neuling die Zeitschrift. Ich habe eine Zeitschrift. Danke. Das können wir dann wohl hier ablenken, oder? So sind nun mal die Regeln. Tja, hab zwar nichts gewonnen, aber wenigstens habe ich es diesem fiesen Vertreter gezeigt. Rache ist ein Gericht, das am besten kalt serviert wird. Und mit Schleim. Okay, die sammeln wir durch mal die Beine. Ich weiß nicht, ob wir die noch gebrauchen können. Es gab keine Regel, die mir verboten hat, den da hinzulegen. Und es gibt sicher auch keine, die mich zwingt, ihn wieder aufzuheben. Okay, dann lassen wir es hier. Können wir nochmal später spucken, falls wir nochmal müssen. Stacheldraht. Der soll verhindern, dass die Insassen zu Kletterkünstlern werden. Bin ich eh nicht. Jetzt können wir doch bestimmt mit der Zeitung den Kollegen ablenken. Na komm, hier, Zeitschrift. Haben Sie diesen Artikel schon gesehen? Welchen? Oh Mann! Ist ja irre! Ach, jetzt schlägt er sich an. Sehr gut. Echt biegsam. Muss meinem Yoga-Lehrer sagen, dass er mir das beibringen soll. Dachten wir schon, dass Ihnen sowas gefällt. Danke, mein Junge. Dafür nicht, Murray. Ich bin doch gern zu Diensten. Und jetzt ab zur Bibliothek. Da können wir ja jetzt rein. Bibliothek, ich komme. Der arme Mann klemmt auch noch zwischen dem Bett fest. Jo. Jetzt schauen wir uns das Schauspiel an. Hier passiert aber nichts. Jo. Bibliothek, na versuchen wir es mal. Die Typen lassen mich nicht einfach so durch. Aber wir haben doch jetzt. Was denn? Wir haben doch jetzt. Ach, Menno. Wo ist denn der Kollege Dieb hin? Wir hatten doch einen Deal, dass der sich kümmert. Na, was denn? Würde der sich nicht. Ja gut. Haben wir jetzt das Spiel gesprengt oder was? Poster, okay. Hm. Tja. Da weiß ich auch nicht. Wo ist denn der Kerl hin? Wollte sich nicht der. Ach Mensch. Ja gut, ich mach mal wie eine kleine Aufnahmepause. Ich weiß nicht, wie lange ich schon aufnehme, aber ja, jetzt gibt's hier eine kleine Aufnahmepause und dann geht's bald weiter. Ja, irgendwie werden wir doch wohl mit denen reden oder so. Ja, keine Ahnung. Ich mache erstmal eine Pause. Gut, bis dahin.